Jo Leute, was geht? Euch Tobi hier am Start und herzlich willkommen zum mittlerweile schon dritten Part von Let's Play Far Cry 4. Ja, im letzten Part sind wir durch diese wunderbaren Bergpässe hier hinauf zu diesem tollen, ja wirklich tollen Glockenturm gegangen. Und hier werden wir auch schon erwartet. Ich schaue mich hier nochmal ganz kurz ein bisschen um, ob es hier noch irgendwas zum Mitnehmen gibt. Boah, und das ist so hell. Entweder ist es zu dunkel oder zu hell. Habe ich hier nicht allgemein Untertitel muss ein. Nee. Deutsch, ja. Schwierigkeitsgrad normal. Waffenmarkierung, Außenposten zurücksetzen. Hat der hier nicht irgendwie Grafik da? Da muss es doch sein. Bildformat. Na gut, also. Und ihr habt doch schon gesehen, ich spiele ja hier nicht in Full HD, da ich leider keinen Full HD Monitor habe. Ja, es ist echt traurig. Ich wollte mir echt mal einen neuen geholt haben. Aber boah, ey, das blendet echt richtig. Aber irgendwie kamen dann immer andere Sachen dazwischen, die ich mir gekauft habe. Und naja. Darum habe ich keinen Full HD Monitor. Die Videos werden aber für euch trotzdem in Full HD erscheinen. AJ, du hast es geschafft. Sehr gut, Sohn des Mohan. Warum hilft ihr mir eigentlich? Du bist der Sohn von Mohan Gale. Vielleicht weißt du es nicht, aber dein Name hat großes Gewicht in der Stadt. Vor allem für den goldenen Pfad. Ob diese Soldaten noch nach mir suchen? Pagan Min wird alles daran setzen, dich zu kriegen. Verdammt, ein paar von Pagans Männern haben uns aufgespürt. Sie werden jeden Moment hier sein. Es wird einer da. Okay, super. Also, ich nehme mir mal ganz kurz hier das LMG, würde ich sagen. Ja, Harpune übrigens habe ich auch. Ich habe mir ja die Dings Edition geholt mit der Harpune. Oh Mann, ey. Warte mal, haben wir nicht noch irgendwie... Ja, wir haben noch einen Köder. Na. Geh mal rein, mal gucken. Vielleicht haben wir Glück und wir kriegen irgendein Tier hierbei. Ja, haben wir. Okay, bingo. Noch irgendwo einer? Ja, da hinten ist noch einer. Den macht, glaube ich, nicht. Der komische Puma-Platz. Da ist noch einer. Und Ende. Nein, noch lange nicht Ende. Da oben? Ich sehe den gar nicht. Alter, das sind ja einige. Das sind ja einige. Mann, Mann, Mann. Wo bin ich denn? Es ist so dunkel hier drin. Haben die hier nicht irgendwie ein Scharfschützengewehr oder sowas? Ich möchte irgendwas haben. Um die... Ja, okay. Das Problem ist... Ich hab doch nur... Ich hab Wurfmesser und mehr auch nicht, ne? Sieht zumindest nicht danach aus, als hätte ich mehr. So. Wo denn noch? Da ist auch noch einer. Zack, weg mit dem. Lawine! In Deckung! Lawine? Gibt keine Lawine. Oh. AJ! Lawine! Ja, ich hab's gesehen. Ja, ich würde sagen, Lawine. Und Mann, ich sehe gerade schon, wie das wieder links ausschlägt von mir. Und es tut mir echt leid, dass es dann so übersteuert. Aber ansonsten ist das normale Reden, also wie das jetzt hier, ist einfach zu leise. Und das andere ist zu laut. Oder das andere wäre zu leise, dann wäre das andere halt gerade laut genug und darum übersteuert es dann manchmal so ein bisschen. Ich habe ja gesagt, schon im ersten Part, ich möchte so ein bisschen noch mit dem Ton da rumspielen und gucken, wie das funktioniert. Okay, wen haben wir da? Du bist nicht leicht zu töten, Bruder. Bruder. Das ist doch gut so, oder? Der Prolog ist beendet. Das freut mich. Kyrat. Jeder befreite Außenposten lässt sich alleine oder mit Freunden im Modus Außenpostenmeister erneut spielen. Paul de Pleur, Harmon, was auch immer. Wie hast du mich gefunden? Wir haben Pagans Heli gesehen. Er kommt nie so weit in den Süden. Ich wollte wissen, warum. Du hattest Glück, dass wir in der Nähe waren, als Darpans Textnachricht kam. Tja, wir sind da. Willkommen in Banapur.
Heimat des Goldenen Pfads. Wer ist das? Wo ist Dapan? Er hat es nicht geschafft. Das ist AJ Gale. Mohans Sohn. Damit wir uns verstehen. Dapan ist tot? Hm? Und du bringst mir den hier? Hey, ich habe nichts mit der Sache zu tun, okay? Ich suche nur nach Lakshmana. Wir stecken mitten in einem Scheißkrieg. Wir haben keine Zeit für Touristen. Was hätte ich denn tun sollen? Ihn da lassen? Verzeih, Bruder. Amita ist etwas empfindlich. Ich rede mit ihr. Aber Lakshmana, das klingt, als wäre es ein Tempel oder Schrein. Wenn das so ist, ist es im Norden. Der Norden ist Feindterritorium. Da kommen wir nicht hin. Noch nicht. Bekomm den Kopf frei. Komm zu mir, wenn du soweit bist, hm? Okay, willkommen in Banapur. Ja, und damit herzlich willkommen in Banapur, dem, ja, wie heißt es, dem Hauptquartier der... Ich will nichts mit Bagan Min und seinen Soldaten zu tun haben. Ja, ich will einfach, wie heißt das, die Goldene Wacht, oder ich hab den Namen jetzt echt vergessen, wie hießen die Dinger denn? Keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine, ich bin gerade ein bisschen dumm. Früher hat er Kleidung für die ganze Familie gemacht, jetzt stellt er Uniform. Sabal sagt, ich soll das nicht machen. Ich bringe dir nur bei, dich zu verteidigen. Ah, der Tourist. Ich bin Amita. Das ist Badra. Hi. Üb weiter. Du, ich habe da etwas überreagiert. Es ist Krieg. Ständig verlieren wir Männer. Die Arbeit wird nicht weniger. Kann ich irgendwas tun? Ich bin kein Soldat, aber ich möchte helfen. Okay. Klar. Da ist eine Farm, nicht weit von hier. Kanan führt sie, aber sie ist alt und bräuchte deine Hilfe mit ein paar Wildtieren. Ihre Felle müssen unversehrt bleiben, also nimm das. Badra, was machst du? Heb ihn auf. Versuch's nochmal. So ist gut. Okay, und nun haben wir auch den altbekannten Bogen. Der Wolfsbau. Okay. Triff dich mit Kanan. Okay, ich weiß gerade nicht, was diese komischen Punkte hier sind. Wo man hingehen kann. Sind das Läden? Ach, das sind Läden. Der Wind hereinweht. Hallo. Neue Waffe freigeschaltet. AK-47. Ein Jagdbogen. Eine Sixer. Munition nachfüllen. Kaufen und anpassen. Verkaufen. Kaufen haben wir... Wir haben jetzt 58.000. Ich gehe mal ganz kurz auf Kaufen und anpassen. Seitenwaffen, Waffen... Sind alle noch nicht freigeschaltet, die Dinger hier. Okay, die könnten wir freischalten, aber irgendwie, ich hätte am liebsten noch mal ein bisschen. Kauf nicht möglich, warum? Munition von den Waffen, ach, ist voll, okay. Okay, alles klar. Munition ist voll, Karte, nee, keine Karten. Ich möchte sehr gerne eine sekundäre Waffe haben. Darum würde ich sagen, kaufen wir uns mal ganz kurz hier diesen Revolver. Jo, gekauft. Ohne Visier, Magazin, kleineres. Okay, gekauft. Cool. Ja, diesen Gegenstand ausrüsten. Das freut mich. Zurück. Und jetzt mal ganz kurz. Ich hätte gerne, sehr gerne sogar, ein Scharfschützengewehr. Ich glaube aber, die kann ich mir noch nicht kaufen. Ne, hier kann ich mir alles noch nicht kaufen, leider. Oder was ist das hier? Ne, das ist eine MG. Okay, Munition und nachfüllen. Ja, Munition nachfüllen. Einiges an Geld bezahlt. Angesichts des Krieges hast du Glück, dass du noch Sachen kaufen kannst. Jo! Warte mal, Sekunde, falsche Taste. Okay. Ach, ich kann hier in der Stadt keine Waffen tragen. In Ordnung. Verstehe. Mal ganz kurz hier hingehen. Zu diesem coolen Laden. Hallo? Wo ist denn? Ach, weil das alles so dunkel ist, sehe ich leider die Eingänge nicht. Die Anführer des Goldenen Pfads.
Oder da oben. So, gib mir eine Sekunde, dann bin ich soweit. Na gut, ich bin auch jetzt schon soweit. Das wird mir jetzt echt hier zu blöd. Ich weiß nicht, wie ich in den Laden da reinkomme. Das reicht da dann auch eigentlich. Okay, und wir gehen eine Farm von Bestien befreien. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt mal direkt das Quartier. So, WASD ist die Steuerung wahrscheinlich, ja. Bremsen, Handbremse, um abzuspringen, Escape und die Fahrzeugsteuerung, Pause-Menü, bla. Okay. Schießen, Wurfgeschosse, ja klar, verstehe ich alles. Okay. Okay. Verstehe. Fahrhilfe an. Ah, ich muss jetzt bloß Gas geben, oder was? Nee, nee, ich will keine Fahrhilfe. Ich dachte, das ist für ein Speed oder sowas, aber... Wow, wir haben ja genug Speed. Okay, ja, das gefällt mir hier echt gut. Ich mach mal erstmal mein Headset ein bisschen lauter. Dann kann ich so ein bisschen dem Motorsound horchen. So, warte mal, wo ist das Kackvieh? Ich pack da mal gerade... Mache ich das denn? Wie wähle ich denn hier aus? Oh Gott. Wie wähle ich denn jetzt hier die Waffen aus, die verschiedenen? Oder habe ich immer nur eine dabei, was echt traurig wäre? Okay, das heißt, wir haben wohl nur eine Waffe dabei. Schade. Ich fahre dann nochmal zurück. Keine Fahrhilfe, braucht keiner. Okay. Ich fahre dann nochmal ganz kurz zurück und hol den Bogen. Ich dachte, ich könnte die jetzt nebeneinander tragen. Wenn ich das kann, dann, ja, tut's mir leid, dass ich das jetzt nicht gesehen habe. Ja, Missionsgebiet verlassen, ich weiß. Ich weiß jetzt nur nicht. Ja, ich hab's doch verstanden. Und ich sehe gerade schon wieder, wie der Pegel neben mir ausschlägt. Oh Gott, was ist denn da los? Kyrat, ja, ich weiß. Wir sind in Kyrat. Aber das Problem ist einfach, ich hab kein... Ja, Wurfmesser. Ich habe nur diesen komischen Revolver hier, weil ich dachte, dass ich die nebeneinander tragen kann, die Waffen. Das heißt... Ich müsste die eigentlich alle mit dem Messer platt machen, die Viecher. Glaube ich. Fuck. Boah, so sieht's aus. Hey, Lady. Lady? Oder Sir? Sir? Amita schickt mich. Anscheinend haben sie... Irgendein Problem mit wilden Tieren? Scheint zu schmecken. Amita, ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Wölfe sind ein bekanntes Übel auf Kanans Hof. Sie hat eine Menge getötet, aber dieses Jahr sind sie besonders aggressiv. Und ich sorge mich um sie. In der Nähe gibt es einen Tierbau. Säubere ihn. Ich glaube, dass Kanan Dinge auf ihrer Farm hat, die du einsetzen kannst. Und AJ... Heute deine Abschüsse. Fälle können wir immer brauchen. Okay, also. Nicht direkt draufballern, sondern eher ein bisschen... Naja. Wie heißt das? Eher ein bisschen Piano machen hier. Haut ab, ihr Vögel! Okay, das sind Wölfe. Nicht gut. So, mal ein Wurfmesser nehmen. Da ich ja keinen Bogen dabei habe, muss ich das jetzt mal... Wohl oder übel? Komm schon. Okay, Bingo. Einer ist tot. Mal ganz kurz hier lang gehen. Okay, da war das andere. Okay, alle drei Wurfmesser wieder dabei. Und das Tier häuten. Geil. Okay, also. Ich glaube, ich mache das jetzt mit den Wurfmessern. Das ist irgendwie ein bisschen sicherer. Da ich damit ja den schönen Pelz nicht zerstöre.
Okay, da unten im Wasser ist einer. Aber dann heißt es doch mal... Zack, schön eintauchen. Schön eintauchen hier. Und ich möchte gerne die Schatztruhe haben. Genau die. Okay. Auftauchen möchte ich auch mal wieder. Ansonsten ertrinke ich ja hier unten. Okay, super. Super, AJ kriegt das alles super hin. So. Und ich würde sagen, wir looten noch mal ganz kurz hier. Na. Okay, das scheint da oben zu sein. Also gut, wir looten noch mal ganz schnell hier und dann würde ich sagen, ist der Part damit auch beendet. Beutetasche voll, okay. Also ich würde sagen, der Part ist damit beendet. Ich hoffe, euch hat es wie immer gefallen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder von Let's Play Far Cry 4. Bis dann.